Willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Exile. In wenigen Minuten, in ca. 8 Minuten, startet das nächste Event von Path of Exile, die 40 Minuten Descent Champions. Und dieses ist die, wie nennt sich das? Signature Event, ah ja, genau. Also es ist das Signature Event der Season 8. Ich werde diesmal wieder mit der Skian spielen, nachdem ich die letzten Male da schon recht viel Freude dran hatte und es auch ausprobieren konnte. Also, ist schon alles soweit vorbereitet. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass es bald losgeht. Also wie gesagt, in weniger als 10 Minuten. Ja, und sonst gibt es im Moment noch nicht viel zu sagen. Ich bin gespannt, wie sich die Skion spielt. Mein aktuelles Ziel ist es, mindestens auf Level 10, also mindestens auf Level 8 bis 10 zu kommen, um 3 Reward Points zu bekommen. Dazu wahrscheinlich auch, dass Rukuku gekillt ist. Das heißt, es sollte mindestens 4 Reward Points geben. Allerdings, da ich mit der Skion diese Descent Champions noch nicht gespielt habe, muss ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen orientieren, vor allem gerade wie auch der Tree für die aufgebaut ist. Normal habe ich inzwischen angefangen mit der Mana-Regeneration hier die ersten Items zu machen bis zum Chaver. Danach bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich sie eigentlich weiterentwickeln will. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bis Level 8 ist es klar. Und danach, ja, danach gibt es noch viele Optionen, ohne dass ich wirklich genau weiß, wie ich sie spielen will. Ich will sie eigentlich mit, beziehungsweise was ich sie, wie ich sie spielen möchte, ist mit 2 Handwaffen und am liebsten mit Schwertern. Aber dafür muss ich noch rausfinden, was dazu die geschicktesten Two-Hand-Weapon-Damage. Nee, das ist uninteressant. Battlestaff. Okay, das wäre zum Beispiel was. Das heißt, ich könnte da reingehen mit Einhandwaffen und könnte die dann verstärken. Increase Accuracy Rating. Hey, nochmal 2 Sekunden. Ich glaube, ich werde einfach von hier oben dann auf dem Pfad nach unten gehen. Beziehungsweise auf dem Pfad. Genau, das will ich nicht, sondern eigentlich Einhandwaffen, Einhand-Mele-Weapon, das ist genau das Richtige dann. Vielleicht werde ich den noch mitnehmen, mal schauen. Also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, allzu weit werde ich hier sowieso nicht kommen. Ich denke, Level 15 ist schon. Puh, das wäre schon ein ziemlicher Erfolg. Aber schauen wir mal, wie schnell sie sich spielt und wie gut sie sich da im Nahkampf dann spielen wird. Blöd ist immer, dass dieser Tree wieder zentriert wird. Was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall den Molten Strike nach Möglichkeit verwenden möchte. Und ja, dann sollte das soweit passen. Gut, also noch 3 Minuten. Inzwischen, da kann ich ja nochmal kurz umschwenken auf den Browser. Inzwischen habe ich natürlich noch einige Events mehr gespielt als nur, ich glaube, der 5. Genau, den hatte ich auch gestreamt, wo entsprechend 3 Punkte zu erreichen war. Ich habe inzwischen noch ein paar andere gespielt. So, genau, Level 7. Also die beste Platzierung war jetzt hier so 400
84, 478. Also in die Top 500 habe ich es durchaus schon mal reingeschafft. Und der beste Erfolg war die Descent Champions auf der Stelle, wo sowohl The Brood als auch Ruku gekillt habe. Hier war es, glaube ich, ganz, ganz knapp. Da war ich gerade bei Rukuku. Er hatte vielleicht noch einen Millimeter roten Balken und dann hat er mich erschlagen. Und deswegen, also mal schauen, wie es jetzt statt mit der Witch, die ja da doch etwas schwach ist im Nahkampf, wie es mit der Skion ist, weil nach der gestrigen Rutsch Solo. Es war unglaublich leicht, also erstmal sind nicht mehr ganz so viele Rutsches rumgelaufen, nicht mehr ganz so viele Exiles, aber es war auch sehr leicht, die ja, zu besiegen. Also, deswegen ab ins Spiel. In weniger als 2 Minuten geht's los. Heute Abend werde ich eventuell noch ein wenig Wildstar streamen, das weiß ich noch nicht. Es kommt darauf an, wie gut ich mit der Entwicklung von meinem Add-on fertig werde. Und werde es hoffentlich dann noch ein bisschen in Aktion zeigen können. Aber aktuell gibt es noch einen Bug, den ich dort noch beseitigen will, bevor ich das in der nächsten Version 0.4 dann online stelle. So, 30 Sekunden. Der Countdown läuft noch nicht, aber gleich. So, bam, 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 bam. Waffe, One-Handed X, One-Handed Match, One-Handed Sword. Ja. Und hier ist noch ein One-Handed Sword. Genau. Das heißt, ich kann mit 2 Einhandwaffen dann da mal loslegen. Und noch die Gems dazu. So, habe ich jetzt irgendeinen. Okay, dann machen wir das da erstmal. So. Also dann. Ganz kurz. So. Ja, ich muss was ganz kurz noch was anpassen. Ja. Ach ja, immer so die kleinen Dinge nebenbei. Wow. Wieso habe ich denn schon so viele? Das ist ja cool. Dann wird die ja richtig flott. Aber es ist am Anfang auf jeden Fall noch ziemlich schwierig, hier über die Runden zu kommen. Ich wollte dringend den Mäusenstreif, mit dem macht das richtig Spaß. Mit dem ist es aktuell noch etwas gefährlich. Oh.
Meine Fresse. Okay, auf jeden Fall ist es schön schnell unterwegs, das gefällt mir. Jetzt verstehe ich gar nicht, wieso sie so viele von diesen grünen Dingern machen. Ja. Genau. Mal noch eine Generation Art hoch. Auszutauschen. Da sind die Banner natürlich für so einen Nahkampf ziemlich unpraktisch. Und da es ja Descent Champions sind, sind das natürlich auch alles stärkere, also mindestens blau, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob überhaupt normale auftauchen. Aber einfach lang genug überleben, bis ich hoffentlich ein bisschen stärker bin. Und dann wird das schon funktionieren, hoffe ich. Nur das Mana geht im Moment natürlich noch viel zu schnell zur Neige. Spannender wird es oder vielmehr einfacher wird es auch, wenn sie Lebensregeneration bekommt. So. Okay, jetzt habe ich hoffentlich den Mold-Strike mit dabei. Nein. Viper-Strike. Okay, dann muss ich jetzt gerade nochmal durchschauen. Ja. Also nehmen wir den Stash erstmal auf. Naja. Hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. So, eine große Mana-Flasche kann ich noch nicht verwenden, bin noch nicht Level 4. Und die Poison Arrow, da brauche ich einen Bogen, den verwende ich nicht. Ice Nova ist okay. Riesenpuls. So, Coral Ring, Magic, Maximum Lightning Resistance, naja, nicht so optimal. Maximum Life. Na gut. So, das brauche ich nicht. Die beiden kommen rein, sobald ich den Level hoch bin. Und Cleave, was ist das? Okay. So, dann gucken wir mal, wie es mit Cleave funktioniert. Das Level ganz gut, aber noch nicht gut genug. So. Na, nicht weglaufen.
Oh, halt Boots. Dann habe ich keinen. So, da, da, da. So, Mana. Wieder ein Viehzeug da drin. Oh, die sind auch noch offen. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, auf jeden Fall hat sie einen Schlag drauf, das ist wunderbar. Doch, das kriegen wir schon hin. Also Mana regeneriert sich noch sehr langsam. Aber oben ist ja nachher der 40% Mana Regenerationsbonus. Jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen. Ja, den habe ich schon drin. Und ich bin kurz vor Level 4. Das heißt, dann stehen auch die nächsten zur Verfügung. Ja, bevor ich die mal angespielt habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich eine. Also, dass mir Nahkampf so viel Spaß macht. Weil bisher lieber so im Fernkampf, ja, okay. Ein bisschen aus der Entfernung halt ran. Ist da schon Rukuku? Nee. Okay, hier irgendwelche. Teile, aber das ist jetzt nicht so hilfreich. Aber jetzt kann ich erstmal die Flaschen austauschen und hoffen, dass sie noch schnell wieder geladen werden. So, dann werde ich den gleich nochmal steigern. Storm Magic und nehmen wir den Property. Gehen wir mal neu. Naja. So, statt Mana wäre eigentlich eine Lebensregeneration. Ah, Life and Kill, das ist gut. So, das andere ist jetzt wieder alles nur Magic Agentur Rare Item. Na, dann lass uns das doch gleich mal machen. Fire Resistance. Aber immerhin 30% Mana Regeneration Rate, das ist schon mal sehr hilfreich. So. Weil besonders Spaß macht es dann natürlich auch, wenn. Oh. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass, wenn ich gar keine Flaschen habe, das ein bisschen gefährlich werden könnte. Okay, die erste Flasche ist wieder ein bisschen was zurückgekommen. Hey, komm schon. Okay. Jetzt kriege ich die Flasche noch aufzuladen. Ich habe immer noch keine Lebensregeneration, was ziemlich blöd ist. So. Was war das auch auf Transportation? So. Weiter, weiter, weiter. Ihr wird nicht gestorben, jedenfalls nicht. Ah, endlich mal eine Kopfbedeckung. Wie geht's da oben weiter? Wie ist die denn eben so schnell angelaufen gekommen? Die sind doch sonst immer so langsam.
ich am meisten hasse, sind diese Einfrieren-Viecher. Weil das gestunt werden ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil dann ist ein schneller Tod möglich. Ja. Yeah. So, als im nächsten Level, mit dem nächsten Levelanstieg, ich dann endlich die erste, auf jeden Fall Lebensregeneration. Mit 0,2 oder 0,4%, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste ich nochmal nachschauen. Ja, da ist jetzt die Frage, ob die Energy Chill ein bisschen sicherer ist, zumindest noch ein bisschen Energy Chill zu haben. Das sind schon die besseren Handschuhe. Na los, kommt her. Weglaufen. Weglaufen gilt nicht. So. Okay, Level 5. Wir haben noch 25 Minuten zu spielen. Und wie gesagt, Ziel ist es, Level 8 bis 10, also in dem Slot auf jeden Fall zu kommen. So, ich gehe davon aus, dass ich jetzt gleich zu Rukuku komme. So, dann möchte ich aber vorher ganz gerne noch schauen, dass ich tatsächlich die erste Lebensregeneration aktivieren kann. Ja. Jetzt kommt er hier. West 21,8. Na, das war gerade die 21,8. So, damit kann ich auch die schon verwenden. Nehme ich die. Und dann setze ich die Kappe auf. Gut. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Okay, das war das Armor. So, ich sollte vielleicht auch den Punkt noch aktivieren. Also 0,4 Lebensregeneration. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt im Nahkampf besiegen soll. Gar nicht. Scheiße. Okay. Also mit der Skion im Nahkampf den Rukuku zu besiegen, hat nicht geklappt. So, Level 6 war ich jetzt. Das heißt, es würde gerade mal einen Reward-Point geben. Okay. Dann nochmal mit der Witch und schauen, was das Klassische hinzubekommen. So, Schild, zack. Ja, da ist der Fernkampf dann doch an der Stelle etwas einfacher. So, hier kriege ich jetzt eh gleich noch eine neue. Also, hier bekomme ich die Driftwood-Wand.
Und hier bekomme ich den. Nee, der Kopf interessiert mich eigentlich nicht. Das ist alles ziemlich blöd. Okay, so, Fireball. So, laufen, laufen, Eisnova. Spark. Okay, auch ein neues. Schauen wir mal, ob ich es jetzt besser abschneiden kann. Wenn ich gleich beim ersten Angriff hier wegstirbt. Auf jeden Fall spielt es sich etwa einiges langsamer als. Ja. Von den Events ist es so, auch wenn dort ja jetzt auch gestorbene Charakter zählen, wird dann, soweit ich weiß, ganz normal dann der am höchsten gekommen ist. Okay, da habe ich jetzt schon den ersten Chainbell, der ist mir wichtiger. Also, das ist schon interessant. So, als erstes mal eine Regeneration hoch und danach die Spellrate. So, komm, weiter. Keine Zeit. Ja, da ist auch die erste Robe und Wollhandschuhe. So, Robe an, Handschuhe an und weiter geht's. Nicht sterben. Weil noch eine dritte Runde fange ich heute ganz sicher nicht an. Vor allem bringt es auch nicht viel. Ich hasse diese Schießviecher. Operate Normal Item to Magic Item. Na dann mal los. Maximum Life, okay. Leather Cap. Warum hast du die noch nicht eingesammelt? So liebe ich das. Critical Hit mit Ice Nova. Und alles verbröselt zu Eis. So, jetzt nehme ich mal die andere Seite. Vorhin waren da irgendwelche Springviecher und komische Käfer. So, was brauche ich jetzt davon? Chainbelt ist schlechter. Iron Ring, Maximum Mana. So, heißt Zombie ist eigentlich uninteressant. Stormcall kann ich noch nicht verwenden. Upgrade a normal item to a magic item. So, bitte das Ding erweitern. Evasion Rating, jetzt auf den Sohn Blödsinn. Okay, das ist schon besser. So, die sind jetzt noch nicht da. Dann machen die jetzt noch zum Magic Item. Maximum Mana und die Lightning Assistance. Gut. Wer knurrt denn da rum? Willst du was auf dem Deckel kriegen? Wollschuhe, hey, die nächste Ausrüstung zu nehmen.
diese blöden Mistviecher. So. Aufsteigen und Spell Damage erhöhen und danach dann wieder die normale Regenerationsrate den anderen 20er dann noch aktivieren. Aber man sieht es, denke ich, schon ganz gut aus. Was? Da ist immer die Kugel schon drin. Okay. So. Also zumindest sind die etwas langsamer in Angriff, weil die sich mal erst vollfuttern müssen, als diese anderen Biester mit ihren Schnellfeuerschwänzen. Nicht weglaufen, habe ich gesagt. Was kommt denn da unten jetzt schon wieder? Habt ihr euch doch gerade gesehen? Ich habe euch doch gesehen, wie ihr euch da voll gefuttert habt. Ich weiß zwar nicht, wo ihr herkommt, aber ich erwische euch trotzdem. Wollglobes habe ich schon. Okay, blaue. Gems aufgewechselt. So, Single Rope habe ich schon. Nehmen wir aber lieber einen blauen rein. So, das heißt, ich kann jetzt den Firestorm verwenden. Gleich mal austauschen. Firestorm. Eispuls kommt dorthin. Stormcore. Habe ich keinen Platz für. Ice Nova, Freezing Pulse, Fireball, Spark. So, der ist nix. Dann kann ich mitleveln. Und Eisbär habe ich keinen Platz. So. Der Stormcall ist noch relevant. So, noch 15 Minuten. So, mal schauen, was wäre jetzt das Ziel? Level 8. Und ich bin jetzt Level 4. Das wird schwierig. Vor allem, wenn ihr keine Monster nehmt. Wo ist die? So ist es schon besser. Das ist nicht so gut. Freezing und dann kaputt. Weiter. Go. Ja. Raspberry Holz. Na dann mal los. So, wie war das jetzt? Hier ist doch ein Upgrade Magic to Dingsbums Item. Das ist nicht so lustig. Ich muss ein Properties von einem Item. So, aufrüsten. Normal to Magic. Achso, du bist schon Magic. Du auch. Energy Chant. Hey, noch eine Lebensregeneration dazu, das ist sehr schön. Ah, jetzt ja, die Flaschen wieder auffüllen. Und diesmal lasse ich mir aber eine Flasche stehen. Nicht, dass ich dann wieder nichts zum Auffrischen habe. Meine Güte, die brauchen aber
das eine war die Mana-Flasche. Also Mana-Flasche. Oh, Mistvieh. So, also nachdem die Mana-Regeneration aktuell so gut funktioniert, dann gehen wir noch ein Spell Damage. Na, das gibt's doch nicht. Weg mit dir. Goldene Weste. Identifizieren. Noch eine Lebensregeneration. Was ist das denn? Brauche ich nicht. Ich will meinen Firestone haben. Okay, Level 5. So. Noch 9 Minuten. Schauen wir mal, ob Rukuku bis dahin gefallen ist und ich dafür Level 8 erreicht habe. Ein goldenes. Und die stehen mir beide im Weg. Auf jeden Fall so ziemlich auf Zack. Nicht mehr lange. Ja. Level 6. Also ich muss sagen, die Witch geht da um einiges besser. Oder ich bin halt einfach eben nur besser gewöhnt. Cast Speed. Okay, bereit. Level 6. Naja.
Verdammt! Was ist denn heute los? Okay. Jetzt in nochmal, gerade mal verbleibenden 6 Minuten, werde ich es ohnehin nicht schaffen, nochmal dort in den Bereich einzusteigen. Das heißt, heute gibt es nur einen einzigen Reward Point. Sehr, sehr schade. Ach ja, mal sehen, vielleicht werde ich dann in eines der nächsten Events nochmal streamen. Aber ja, so ist das halt. Sterben ist jederzeit möglich. Okay, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, vielleicht nochmal heute Abend ein bisschen was von Wildstar und oder Path of Exile. In 11 Stunden kommt wieder eine Howard Descent. Endless Ledge ist eine meiner Lieblingssachen. Da bin ich am liebsten dabei. Mal sehen, vielleicht kann ich es heute Abend noch spielen. Also viel Spaß und noch ein schönes Wochenende. Tschüss!